Daedalus hatte sich gerade ganz gemütlich auf die Couch gelegt und entspannt. Was ist das? Mach doch sowas nicht. Ja, Jetzt wird lass nicht mal mehr sowas. entspannt, jetzt wird hier ha knallhart Handel betrieben und sowas. Du bist Ein hier. Einspantor. Ja, du möchtest ja meinen besten Handelspartner töten. Was? Ja, ich. Ja, der rechts unter mir ist mein bester Handelspartner. Das ist momentan der einzige Weg, wie Prick wachsen kann. Aber Alles kann man andere. den, kann man den nicht einfach. Alles andere. Johnny, lass Was? mich mal aus. Ich muss, glaube ich, einfach mehr Legierungen in Pandora investieren. Wen soll ich töten? Der Host lädt gerade Sollte. den gespeicherten Spielstand. Bitte versuche es später erneut. Das ist so gut vorbereitet. We're gonna join. Ist dasselbe Passwort wie gestern? Ja. Okay. Also das Passwort ist natürlich immer noch Baum. Man weiß es ja. Das ist immer Kann unser ich da Passwort. Jetzt hochfahren? leaken wir das wieder. Horavos, deine Anfrage. Ich suche gerade das Passwort raus. Ernsthaft? Ich habe es mir nicht abgespeichert irgendwo. Oh Gott. Hat bitte irgendjemand ein VR-Kabel für eine Oculus Rift? Ja. Warum soll ich Warum eins sollte haben? ich sowas haben? Ich habe keine Oculus Rift. Aber Von der ich habe Oculus ein Rift. Oculus. Ja, Ich brauche ein Kabel für meine Oculus aber Rift. warum sollte ich ein Kabel für ein Oculus Rift haben, wenn ich sie nicht Weil mein habe? Kabel ist wahrscheinlich kaputt. Und selbst wenn ich es Ich hätte, wie sollte ich es dir geben? Der Lust. Per Der Post. Schon mal Lust. davon gehört. Das würde ja Kauf sehr dir schnell doch gehen. einfach ein schönes Wireless-Kit, dann brauchst du kein Kabel mehr. Hätte ein Kabel, sagt Loggen. Ich Okay, habe Loggen, damals schick es 1000 Dedalus. Euro. Dedalus, du sagst es bestimmt gerne, Was wie die sagst du Adresse für dein jetzt? Postfach ist, damit Loggen dir das schicken kann, das Kabel. Ja, 96489. Ach so. Ist notiert. Ist Nicht notiert. vorhin. Also da muss es Ja, hinschicken, schick Loggen. es nicht dorthin. Nee. Richtig, ich warte übrigens immer Pandora noch. Ja, ich Mein warte Mutter. auch auf den Schnellbeitritt. Ich warte auf Lass Pandora. Neun mich vier mal reisen, sechs ich brauche dringend mal Fragezeichen. Fragezeichen. Das sind Moment, 20 neun. Minuten da, das ist aber Expressversand hier. Ich gebe euch sogar einen Tipp, wo ich wohne. Oh mein Gott. Die erste Zahl ist auch die erste Zahl meiner Postleitzahl. Oh Und mein deine Gott. Handynummer. Was, Bielefeld? Ja, Okay, sonst ja, kommt was. Bielefeld, da wohnt er. Wir sind heute früher, als wir es eigentlich dachten. Und Johnny fehlt noch, aber der kommt auch gleich und will schon hosten, bevor er kommt. Oder er will zumindest hosten. Nee, hosten kann ich dich auch mal, warte kurz. Es macht wenig Sinn, wenn du hostest, wenn Johnny die Welt hat. Wir haben heute den sehr eifrigen Pandora, der Hausaufgaben hat, die er nicht kennt. Doch, ich mach den nebenbei. Ach so. Hausaufgabe ist Stellaris spielen. Ich mach das für Storyboarding und für Drawing. Also ich kann zwei Hausaufgaben nebenbei machen. Mal schauen, wie weit ich komme, aber ich kann zwei Hausaufgaben nebenbei machen. Dann wissen wir demnächst, wenn irgendwo ein Storyboard auftaucht, das Das kommt verdächtig nicht von mir. schlampig aussieht, als hätte jemand nebenher gezockt, dann wissen wir Bescheid. Ich weiß ja noch nicht mal, wie ich zeichne. Das sieht sowieso scheiße aus. Ja, okay, dann. Dann Aber wenn würde das ich das irgendwo nicht mehr zeichnen geleakt können. wird, wenn irgendwo ein Storyboard geleakt wird, das verdächtig scheiße aussieht, also verdächtig so, als hätte jemand, der eigentlich schon scheiße malt, danebenher noch gezockt, dann wissen wir Bescheid. Wo ist mein Host-Knopf? Ich habe keinen Host-Knopf. Das ist, das sollte dir zu denken geben, dass du sowas nicht hast. Rick, übrigens Kommentar dazu, dass ich legit nicht von Bing als Teil der Hauptcrew und auch kein Gast bei RDS-Crew bin. Ich habe überprüft, im Wiki habe ich offenbar in der Überschrift der Teilnehmerliste, hatte ich dich nicht erwähnt. In der Teilnehmerliste darunter warst du Okay. erwähnt. Es kann also sein, dass Bing einfach faul war, nur die Überschrift gelesen hat und daraus eine Meinung gebildet hat. Also wir wissen jetzt Bescheid. Bing ist diese Art Schüler, die dann in der Klausur, wo man über ein Buch schreibt, dann irgendwie immer nur den Einleitungstext am Ende des Buches gelesen hat, so ungefähr. Nö, der hat einfach alles in Wikipedia eingegeben und hat dann einfach den ersten Satz kopiert. Was? Was? Ja? Ich weiß auch nicht. Wir müssen diese Clan-Leute irgendwie zerbumsen. Wir müssen irgendwie weg. Ich weiß zwar nicht, wer diese Clan-Leute in dem Fall sind, aber ich stimme dir zu. die Nummer 1 im Senat gerade. Okay, War Nummer eigentlich 1 im nicht Senat, das geht nicht. Ich dachte hier, I am the Senate so ungefähr. Sie sind uns allen vorhin überlegen. Ja, Das ich hab ist nicht verstanden. hinnehmbar. Also mir Forschungsmärchen ist, wir müssen überlegen sein. Denk an China, was da für Tiere leben und was Jetzt hast du es Tiere aber schon essen. halb geleakt. Ja, toll. Ja, toll. Avocados! Jetzt weiß jeder, es ist China-Kohl. Toll. Ich habe von dir nämlich gerade ein Handelsabkommen bekommen. Da ist er eine Sekunde Und nicht in-game und schon kriegt ein schnelles Handelsabkommen aus. das Lustige ist, die möchten, dass ich 20.000
Legierungen gebe. Ja, geh mal rüber. Was für eine unterschwellige Botschaft. Bitte rede mal eine Episode komplett in dieser. Jetzt ja, kann ich weitermachen. Akzent. In dieser Akzent soll ich reden. Nee, da mache ich aber nicht mit. Keiner will AfD-Prack hören. Was? Das letzte Mal. Das ist jetzt immer ein Vorurteil. Ich versuche es später erneut. Momentchen. Schön, dass ich eine Millisekunde, bevor das bei dir ging, joinen wollte. Dann join ich doch jetzt mal hot. Oh, Rick. Er joint hot. Ja, du hast hot join gesagt. Ich kann auch cold joinen, das ist mir auch recht. Nein, das geht nicht. Nein, wir brauchen den noch am Leben. Eigentlich immer noch das gleiche Passwort? Ja. Hat sich nichts geändert. Ich frag, weil ich Leute kenne, die das permanent machen. Oh Gott. Oh Gott. Ja, am besten dann auch noch mit 2-Faktor-Autorisierung machen die dann dazu. In Stellaris. Ja, in Stellaris. Safe Call geht das. Safe Call. Garantiert. Weil das hat man nötig, um einen privaten Server zu joinen, einfach noch 2-Faktor-Autorisierung einbauen. Habt ihr schon gehört, Paradox bringt ein eigenes Sims-Spiel? Ja. Juhu. Ja. Mit dem wirklich Marketing technisch ungeilsten Namen, den man sich überhaupt ausdenken kann. Ja, da wäre. Der ist so scheiße, ich habe ihn wieder vergessen. Irgendein Satz mit Live by you. Das war's. Danke für den. Oh Gott, der ist wirklich scheiße. Das wird halt einfach 1:1 wie Sims. Es ist halt einfach Sims. Aber Sims. Weil die Sims nicht nutzen dürfen wegen Markenwürz, mussten die mit einem anderen Namen aufkommen. Und anscheinend fiel da der Marketingabteilung von Paradox Interactive nichts Besseres ein als Live by You. Marketingabteilung von Paradox. Wenn sie ein neues Spiel rausbringen, wenn sie ein DLC ankündigen, wir gehen all out. Ja, kann ich bestätigen. Wenn wir während dieses Krieges in Gefühlen langweilig wird, werde ich einfach Manga lesen. Ach so. Ja, wir sollten wieder los. Hat wieder los. Ja. Es wird jetzt kein Zeit mehr geben, wo wir keinen Krieg mehr führen. Also. Dann sind wir jetzt hoffentlich wirklich live. Hallo an meine Mama und alle anderen, die hier diesen Stream schauen. Ich weiß es nicht. Wir haben jetzt gerade, hat Pandora, also für alle, die es nicht mitbekommen, gut, keiner hat es mitbekommen, außer den 4, die hier sind. Ich habe gerade den Stream gestartet und habe dann festgestellt, dass ich gar nicht live bin. Im Stream haben wir schon verraten. Wichtige Information, Pandora hat aus dem Geheimnis erfahren, dass Uruguay den Ukraine-Krieg gewinnen wird. Wir werden den Kontext nicht genauer erläutern, dass ihr euch jetzt alle wundert. Ich warte noch kurz auf meine Geheiminformationen. Deine Geheiminformationen? Bist du auch beim Geheimdienst? Ich nicht, aber ich kenne da wen, ne? Ach so. Vitamin B. Ja, also wenn jetzt gleich wieder der Stream aufhört, dann wissen wir ja, dass der Geheimdienst zuschaut. Das ist halt wirklich so. Ja, das fandst du mir sehr erstaunlich, dass kaum haben wir über geheime Informationen irgendwas gesagt, war ich plötzlich nicht online. Vorsicht, gleich bist du wieder raus. Ja, gleich bin ich wieder raus. Also wenn ich gleich wieder raus bin, wisst ihr Bescheid. Gleich bist du in Shadowbind. Der Geheimdienst von Uruguay hat sich eingeschaltet. Hat Uruguay überhaupt einen Geheimdienst? Bestimmt. Ja, Pandora. Was? Du wolltest was sagen? Du wolltest was sagen? Ja, ich hab mich verschluckt, sorry. Ach so, kann man schon beitreten? Außer in so einem geheimen Kult? Nein. Noch nicht. Hat das was mit Uruguay zu tun? Oh Gott. Eventuell. Das Blooper-Video wird immer komischer, ich sag's euch. Es wird jetzt einfach nur verwirrend für Leute, die den Witz nicht kapieren. Den verkapiert ja niemand, der nicht dabei war. Das ist es ja! Und selbst die dabei waren, für die ist das schon komisch. Fehler gemacht, ich muss kurz neu hosten. So mehr du hast einen Fehler gemacht, Uruguay hat es herausgefunden. Passwort Uruguay. Jetzt wirklich oder nehmen wir wieder das normale? Das wird sowas von schief gehen, weil irgendeiner bestimmt nicht weiß, wie man Uruguay schreibt, außer Brett. Ja? Wenn du da jetzt wirklich Uruguay reinschreibst, hast du es verdient, mitspielen zu können. Ganz einfach. So, das Passwort Uruguay hat natürlich funktioniert. Dieses Spiel ist eh so chaotisch. Wie war's, wir haben doch irgendwie die Plage, hatten wir doch auch noch irgendwie frei rumlaufen lassen im Hintergrund. Wir haben gerade die zweite von 3 Krisen am Laufen.
während Uruguay wirklich funktioniert hat. Du hast ja halt ein gutes Gedächtnis, ne? Wie man Uruguay schreibt. Ja. Paraguay? Ja, Paraguay schreibt man das. So, wenn mir jetzt auch noch Uruguay. Jemand das kein Wort sagen. Uruguay. Uruguay. Verarsch mich nicht. Es ist Uruguay. Bei mir hat es zumindest mit Uruguay funktioniert. Ich wurde abgelehnt. Ja. Schau PN, Tan Pandora, schau PN. Also Uruguay schreibt man mit Q. Ja. Achso, nicht mit Z. Ah. Kann sein, dass es irgendwie scheißegal ist, was man für ein Passwort eingibt. Solange der andere Hotshot akzeptiert, kommt man trotzdem durch. Warum? Nein, tut es nicht. Hast du wirklich Uruguay eingegeben? Ich sag dazu jetzt mal weiter nichts. Als ob auf schnell beitretende Spieler. Da gibt es so viele, die noch nicht schnell gebeitretet sind. Bitte alle Herzen löschen, die sind nicht genehmigt. Nee, Herzenmarken mögen wir nicht. Ich denke, alle sollte mittlerweile die neueste Bangladesch-Flagge angreifen. Alles. Sieht super aus. Die Franzosen, die nehmen hier aber alles ein. Die Franzosen haben, ich schätze mal, 50% mehr Fläche als die Deutschen gerade. Du musst dir vorstellen, wir tun uns und wir haben schon viel. So, Solaris hat erstmal keine Rückmeldung, so mag ich das. So lange müssen wir wichtige gesellschaftspolitische Themen besprechen. Keine Ahnung, gesellschaftspolitische Themen, wie das Frankreich gelöscht wird neuerdings oder so, ich weiß es nicht. Ihr seid doch dabei, Frankreich auszulöschen, oder wie war das jetzt? Nee, wir wollen, dass Frankreich auf dem Place ausgelöscht wird. Ja, es ist eine legitime Meinung. Bekanntlich alle hier hassen Franzosen. Jetzt haben die Zuschauer erfahren, was für intolerante Menschen wir wieder sind, dass wir alle Franzosen hassen. Scheißegal. Mein Nachname ist französisch, also ich habe recht, wütend zu sein, ich sag's mal so. Ja gut, dann Mister, wie spricht man Johnster auf Französisch aus? Ja, gut, wie ein Schwarzer, ne? Der ein Schwarzer, ein anderer Schwarze nennen darf, darf ich Trash-Talken über Franzosen. So. Aha. So sieht es nämlich aus. Ganz rechts bei der Frankreich-Flagge, bei der Louvre, da steht eigentlich Paris 2024, Olympische Spiele, aber wir nennen es immer so Penis um, so wie es sein soll. Ach so. Penis. Penis. Ja, sorry, ich bin kein Franzose. Johnny ist Franzose, Cersei nicht. Da haben jetzt Leute wieder ganz viel erfahren über uns. Ist auch ja immer noch Korb mit dem Beta-Zeichen einfach daneben. Weil wir können nicht wie jeder normale Mensch einfach Beta schreiben. Wir müssen da einen Beta-Buchstaben hinmachen. Ich habe zuerst gesagt, also okay, bei das erste Reich von Brick Mosh. Also Brick, du sollst Humanoid spielen. Jetzt sollst du die Brickmann nennen. Jungsform Oligarchie. Weiter polnische Meisterleistung. Ethik, fanatisch, materialistisch, Xenophilie. Zivile Rechte, vollständige Bürgerrechte, KI-Rechte, Bürgerrecht, Fraktionen, Wissenschafts- und Wild. Ach so. Also Spielerposition, verteilte Spieler heißt, wir sind nicht so unmittelbar nebeneinander. Exakt, wir sind basically dann an anderen Enden der Galaxie. Ich sehe es schon, komm, ich werde wahrscheinlich wieder nach 3 Jahren, werde ich einfach von irgendeinem gefallenen Reich da angegriffen. Die KI-Aggressivität ist auf niedrigste Stelle. Sag ich doch. Also Johnny, das mit der KI-Aggressivität niedrig, das letzte Mal, als wir das hatten, war, wo ich dann diese 3 Reiche, die alle miteinander verknüpft waren, direkt neben mir hatte. Also wir sollten die eigentlich relativ easy wegficken. Eigentlich und relativ. Das sind immer die besten Begriffe, die man daneben hören will. Dein generelles Ziel als biologische Lebensform ist ficken. Du willst ficken um jeden Preis. Du willst... Okay. Hardcore-Bumsen. Komm, ChatGPT, gib mir was Gutes. Immer die Leute, die nicht mehr an sich selbst denken können. Drachen sind toll. Außer, dass sie halt manchmal auf dem Planeten einfach landen und Leute fressen. Bei mir ist hier alles voll effizient und alles. Ich habe hier effiziente Bürokratie eingeführt. Also ich bin Anti-Deutschland. Ich bin basically Deutschland 2.0. Du bist das Gegenteil von mir. Bei dir ist alles ineffizient. Ich habe Bürokratie durchgespielt. So nach dem Motto. Oh je. Bei mir ist alles mindestens fünfmal. Johnny, wenn man bei dir eine Currywurst an der Bude kaufen will, muss man erstmal 50 Aktenordner alle ausfüllen. Irgendwie Versicherung irgendwie, dass du den Verkäufer nicht verklagst, wenn es dir nicht schmeckt und sowas. Musst du alles erst ausfüllen und dann kriegst du vielleicht ein Essen. Verzichtserklärung auf Schmerzensgeld wegen. Wegen zu scharf gewürzt. Nee. Wegen
wegen Attacke auf meine Geschmacksknospen. Präzedenzfall war vor 50 Jahren, by the way. Seitdem gibt es den sogenannten Karen Act. Und nicht vergessen, diese ganzen Anträge kannst du natürlich nicht online holen. Du musst vor das Amt gehen, musst erstmal am Amt dir einen Termin geben lassen, wo du dann das ausfüllen darfst. Du musst sie selbst auf dem postalischen Weg abgeben. Und zwar auf doppelten Wege. Sprich. Und dann musst du noch eine Bestätigung per Fax schicken, natürlich. Selbstverständlich. Das funktioniert nicht. Ich bitte dich. Aber das Fax kann auch nur an einem Tag der Woche für eine halbe Stunde, irgendwie um 9 Uhr morgens, kann man das einreichen. Zu anderen Zeiten sind die nicht erreichbar. Da sind die irgendwie im Urlaub. Am Faxtag, okay? Ja, und da musst du auch Glück haben, dass du durchkommst, weil die natürlich überlaufen damit. Die haben einen Mitarbeiter, der das macht. Und der guckt vielleicht einmal alle 5 Minuten, guckt der mal drauf. Aber das Fax kannst du auch erst schicken, wenn du Passierschein A38 geholt hast. In der braunen Fassung, das ist wichtig. Ja, natürlich. Diplomatischer Chor. Diplomatischer Chor? Schickst du irgendwie deinen Kirchenchor hin, der da vorsingt oder was? Ich bin ein Tiefseefisch. Also ich komme aus der Tiefe, hungrige Kinder zu fressen. So bist du drauf. Ihr müsst ungefähr 50 Jahre allein hier überleben. Wichtig. Weil da können wir uns schlecht gegenseitig. Also sagen wir es mal so, meine Überlebenschancen liegen ungefähr bei 20% dann. Die KI-Akro ist bei niedrig. Ja, deswegen 20%, sonst wäre es bei 5%. Macht euch bereit, gefallene Reichen aufs Maul zu geben. Ich mache mich immer bereit, gefallene Reichen aufs Maul zu geben. Wir behandeln ja meine Situation, ich muss das früher oder später machen.